Ground & Pound TV, Marc Bergmann vor den Halle an der Saale zur 5. La Familia Fight Night. Und neben mir steht Christopher Joker Henze, der heute ein Wechselbad der Gefühle hinter sich hatte. Gegner abgesagt, heute neuer Gegner bekommen. Man wusste nicht richtig, taucht er auf, taucht er nicht auf. Am Ende war er da und es war ein relativ kurzer Arbeitstag. Erzähl den Leuten mal, wie der Kampf gelaufen ist. Ja, also es war halt im Endeffekt heute ein Wechselbad der Gefühle, wie schon gesagt. Ne? In Leipzig steigt der falsche Verein auf, mein Gegner fällt aus, war eigentlich schon ein schwarzer Tag. Aber glücklicherweise hat sich jetzt der Kämpfer aus Kerpen gefunden, ist kurzfristig eingesprungen am Wettkampftag. Muss man ihm auch zugute halten. War ein bisschen schwerer, aber das war jetzt das Problem nicht, weil ich wollte auf jeden Fall kämpfen. Meine Leute waren hier und da war ich was schuldig gewesen. Ja, du hättest eigentlich gegen Johnny Kruschinski kämpfen sollen, das hat nicht geklappt. Hat am Kampftag abgesagt, was ist da los gewesen, was ist passiert? Also ich sag mal so, Johnny ist halt eigentlich wirklich ein Krieger, hat sich bis jetzt jedem gestellt. Und ich glaube auch wirklich, dass es eine ernsthafte Absage war. Es war halt gesundheitlich bedingt, weil er hatte das Problem beim Gewichtmachen, dass er in der Sauna zusammengeklappt ist, hatte Kreislaufprobleme und am Ende hat er dann den Kampf heute abgesagt, was halt irgendwo auch nachvollziehbar ist. Es ist schade, dass es nicht geklappt hat und kann halt vorkommen beim Weightcut. Aber das war auch nicht der originale Gegner, den du eigentlich hättest bekommen sollen, sondern du solltest ursprünglich gegen Rick Schreiter kämpfen, ehemaligen Teamkameraden. Ich glaube, dir lag sehr viel in der Sache, da ging es bei Facebook auch hin und her. Ja, was war da los? Wie sehr hat das deine Vorbereitung auch beeinflusst auf den Kampf? Also ich sag mal so, der Gameplan von Rick Schreiter war eigentlich jetzt ein anderer als heute gewesen. Ich habe mich monatelang auf ihn vorbereitet, viele Stimmen auch aus dem alten Team. Man muss dazu sagen, er war nie eigentlich mein Teamkamerad gewesen. Ich würde zum Beispiel nie gegen jemanden kämpfen, mit dem ich öfter oder länger trainiert habe. Das ist einfach eine Vertrauenssache. Ich sage, wenn ich lerne nur, wenn mein Trainingspartner mir sagt, du musst halt 5 cm weiter rechts, links liegen, um stabil zu sein. Und dann muss man auch nicht im Hinterkopf haben, wenn ich ihm das jetzt sage, vielleicht kämpfe ich irgendwann mal gegen ihn demnächst und helfe ihm nicht. Und da wären wir alle nicht besser. Und gerade unser Team, wir haben jetzt angefangen, im Osten zu kooperieren. Das, wie das bei Peter Sobotta seinen Jungs eigentlich prima funktioniert. Wir haben mit den Jungs aus Merseburg gespart, La Familia Halle. Wir haben gute Kontakte zu Berserk aus Magdeburg zukünftig. Wollen auch Jungs von da unten zu uns zum Training kommen. Also im Prinzip, und natürlich beim Boxclub Lokomotive. Ja, also wir sind allen gegenüber offen, wollen mit allen zusammenarbeiten, weil nur so können wir was erreichen. Zum Thema Rick Schreiter sei gesagt, es gab halt die Stimmen vorher, dass einige daran zweifelten, dass er den Kampf macht. Ich habe dann, nachdem das schon lange stand, gehofft, dass es so ist. Vor 2-3 Wochen kam dann eine fadenscheinliche Absage. Genau habe ich das in meinem Crown & Pound Interview gesagt. Es würde auf jeden Fall jetzt einen Rahmen springen, das nochmal alles zu erklären. Nervt mich auch. Rick Schreiter hat die Möglichkeit, am 1.6. zu kämpfen. Im September bei La Familia. Und im Endeffekt von mir aus auch nächstes Jahr bei La Familia. Und ich habe auch noch einen westdeutschen Veranstalter Ende des Jahres. Also Rick, wenn du den Kampf ernst meinst, dann hol mir den nach. Du hast es gerade angesprochen, das war heute ein relativ schneller Sieg. Du hast nicht allzu viele Blessuren, wie man sehen kann. Du steigst auch sehr, sehr bald wieder in den Ring und zwar in deiner Heimatstadt in Leipzig am 1.6. Ja, sag da noch was dazu. Ja, also das war heute das Warm-up für Leipzig. In Leipzig erwartet uns ein quasi neuer Eventpalast. Es sieht mega aus, die Veranstaltungslocation. Es sind nur geringe Plätze. Die Sache wird auf jeden Fall ausverkauft sein, wird ein volles Haus. Mega Stimmung, so wie es heute war und eigentlich noch besser, denke ich mir mal, weil aus Leipzig einfach mehr da sein werden. Wir sind 7 Leute aus unserem Team vom Boxclub Lokomotive, muss man mal sagen. Wir haben eigentlich 19 Leute, die regelmäßig trainieren. Davon kämpfen 7, ist eine gute Ausbeute. Können nicht viele von sich behaupten. Und wir sind bereit, am 1. Juni die Bombe platzen zu lassen. Ich würde nur jedem raten, sich schnellstmöglich Karten zu sichern, damit wir alle eine große Show erleben. Ja, wer also nach der UFC immer noch Bock hat auf eine Kampfsportveranstaltung, der fährt am besten nach Leipzig. Am 1.6. sind dort einige Leute in Action. Die Fightcard gibt es demnächst auf ground&pound.de. Ja, Joker, falls du noch irgendjemanden grüßen möchtest, Sponsoren danken möchtest, die Kamera gehört dir. Auf jeden Fall. Also ich danke auf jeden Fall in allererster Linie La Familia Halle, die auf jeden Fall heute nochmal sich rotiert haben, genauso wie Control Master Management, hier nochmal einen Gegner zu finden. Es hat glücklicherweise funktioniert, ansonsten wäre es einfach nur ein scheiß Tag gewesen, auf Deutsch gesagt. Ich danke meinen Sponsoren, Carcare Wurzen, Haifischbar Leipzig, Rechtsanwalt Alexander Pitzinger, Ausbildung für U.de, Tattoo Royal Wurzen, Mario Müller Messebau, Paschke, Objektbetreuung Leipzig und alle, die mich noch unterstützt haben. Dann in diesem Sinne danken wir dir. Alles, was gesagt werden musste, wurde gesagt. Und ja, wir sehen uns am 1.6. Ich danke dir. Danke dir.